Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist eine Aussage vom Apostel Paulus. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das schon eine komische Aussage, eine merkwürdige Aussage. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Welchen Wert kann es denn haben, schwach zu sein? Was kann daran gut sein, dass ich schwach bin? Wer will schon gerne schwach sein? Ist dies vielleicht eins dieser Geheimnisse Gottes, sein geheimnisvolles Wirken, ein Paradox, ein Mysterium, das wir eigentlich als Menschen gar nicht richtig begreifen können? Vielleicht. Aber vielleicht können wir uns auch, wenn es ein Geheimnis ist, uns diesem Geheimnis etwas annähern und zu versuchen zu verstehen, was Paulus uns hier sagen möchte, was Gott ihm da offenbart hat. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was ist der Wert der Schwachheit? Zu Hause sind wir gerade am Überlegen, ob wir unseren Dachboden ausbauen sollen. Und ich habe mich im Vorfeld im Internet ein bisschen schlau gemacht, habe nach Tipps gesucht, nach Anleitungen. Und da fand ich auch eine Aussage von einem Handwerkerbetrieb, die schrieben dort, je schneller der Hobbyhandwerker zu seinem Ende kommt und aufgibt, desto besser oder desto geringer ist der Schaden. Je schneller der Hobbyheimwerker an sein Ende kommt und merkt, er kann das nicht, desto geringer ist der Schaden. Ist das vielleicht hier der Gedanke, den Paulus aufgreift, dass wir, wenn wir merken, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir es eigentlich gar nicht können und uns auf Gott verlassen, unsere Schwachheit also bekennen, dass wir dann stark werden, weil wir uns auf die Stärke eines anderen verlassen können? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. In diesem Fall, weil meine Schwachheit die Eingeständnisse meiner eigenen Grenzen sind und es bedeutet, dass ich mir von anderen jemand anders Hilfe holen kann. Das hört sich nicht schlecht an. Das ist vielleicht etwas, was Paulus uns hier mitgibt. Aber vielleicht möchte er uns auch etwas mehr sagen. Wenn wir uns die Argumentation ein bisschen anschauen, stellen wir fest, dass Paulus gerade an die Gemeinde in Korinth schreibt und die Situation war die, dass dort Menschen waren, die seinen Status als Apostel in Frage gestellt haben. Die haben gesagt, dass er nicht das hat, was man so braucht, um richtiger Apostel zu sein. Ihm fehlte da was, ihm fehlten gewisse Eigenschaften. Er war eigentlich zu schwach, um ein Apostel zu sein. Das ist eine sehr interessante Argumentation da. Und Paulus geht auch darauf ein, aber das Interessante ist, er geht gar nicht direkt auf die Vorwürfe ein. Die Vorwürfe der Leute lässt er außen vor, sondern geht eigentlich um das Dahinterliegende. Und er sagt, eigentlich geht es auch hier um Hochmut. Und Paulus, in einer gewissen Art der Ironie, sagt dann auch, ich könnte sehr wohl auch hier auftischen. Ich könnte sehr wohl zeigen, was ich alles drauf habe. Ich könnte sehr wohl zeigen, dass ich all diese Sachen erfülle, dass ich so ein Superapostel bin. Das könnte ich wohl. Aber er sagt, ich mache das nicht. Ich mache das bewusst nicht. Ich lehne es ab, mich hier groß zu reden, mich hier groß zu machen. Er sagt, ich mache genau das Gegenteil. Ich will mich nicht meiner Stärken rühmen, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Hier kommt dieses. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Und Paulus sagt das, weil er sagt, Gott hat ihm etwas offenbart. Wenn Gott uns etwas offenbart, dann bedeutet das, dass er uns etwas zeigt, uns verständlich macht, das wir ohne ihn nie begreifen könnten. Das könnten wir mit unserem eigenen Verstand gar nicht nachvollziehen. Aber Paulus hat das hier von Gott erfahren und darauf stützt er sich. Und er erzählt von einem Leiden, das er bekommen hat. Und er sagt, dieses Leiden, das ihn schwach macht, das gibt ihm auch eine Stärke. Nämlich es schützt ihn vor Einbildung und Hochmut. Paulus, seine Schwachheit, sie zeigt sich durch ein Leiden. Leider beschreibt Paulus nicht genau, was es ist. Er benennt es nicht, aber er sagt, er beschreibt, wie es auf ihn wirkt. Und das lesen wir nach. In meiner Übersetzung heißt es dazu, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir darauf etwas einbilde. Also weil Paulus eigentlich so viel Grund hat, stolz zu sein, gut von sich zu denken, gerade weil er so viel auch mit Gott erlebt hat. Gerade darum, sagt er, gerade deshalb ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Also sehr starke Sprache, ein starkes Bild, was Paulus hier verwendet. Schreibt weiter, ein Engel des Satans, also ein Engel des Widersachers, wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Das ist schon ein interessantes Bild, was Paulus hier beschreibt. Einige vermuten, dass Paulus ein Augenleiden hatte und dass er mit der Zeit immer schlechter sehen konnte. Und das kann man gut nachvollziehen, dass jemand, der so viel gereist ist, der auch belesen war, der viel geschrieben hat, der auch mit seinen Gemeinden immer im Briefkontakt war, dass wenn der nicht richtig sehen konnte, das war natürlich eine große Einschränkung. Briefe mussten ihm vorgelesen werden, er musste Briefe diktieren, vielleicht mussten ihm sogar Leute begleiten, wenn er reisen wollte. Vielleicht mussten ihm sogar Leute helfen, über die Straße zu gehen. Wir wissen nicht, was sein Leiden war, aber was immer es war etwas, was ihn wirklich gestört hatte, wirklich gequält hatte. Aber er sagt, es war gut. Die Stärke der Schwachheit war, dass sie ihn stark gemacht hat gegen Hochmut. Schwachheit ist also in diesem Fall ein Gegenmittel gegen unsere Hochmut, gegen unsere Überheblichkeit. Sie wirkt dagegen, dass wir uns auf uns selbst etwas einbilden. In dem Sinne ist Schwachheit also auch eine Stärke. Aber es gibt noch mehr. Paulus berichtet davon, dass er dreimal Gott angefleht hat, ihm doch von diesen Leiden zu befreien. Dreimal hat er das gemacht. Und er beschreibt dann auch ehrlich, dass es nicht so gekommen ist. Gott hat sein Gebet in dem Sinne nicht erhört. Aber er hat sein Gebet trotzdem beantwortet. Er schreibt nämlich, dass Gott ihm gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und dann sagte Gott weiter zu ihm, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gott offenbart hier etwas, das können wir gar nicht verstehen. Gott sagt, in der Schwachheit, die du erlebst, Paulus, in die Schwachheit, die wir erleben, die ich erlebe, darin zeigt sich meine Kraft am größten. Das können wir nicht begreifen, aber es ist wahr. Daran können wir uns orientieren, darüber können wir uns auch freuen. Paulus schreibt nämlich weiter, ja, ich kann von ganzem Herzen akzeptieren, weil er das erkannt hat, sagt er, ich kann von meinem ganzen Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist die Aussage hier. Hier kommen wir ganz nah an diesem Geheimnis von Gott ran, dass Schwachheit gar keine Schwachheit ist, weil es ist der Lebensraum, oder sagen wir mal, der Wirkungsraum, wo Gott so richtig loslegen möchte. Es ist manchmal erstaunlich, wenn man sieht, dass gerade dann, wenn Gemeinden in Verfolgung sind, dass sie gerade dann wachsen. Gerade dann, wenn wir nicht durch die Gesellschaft und die Politik unterstützt werden, gerade dann sind wir stark. Gerade dann, wenn eigentlich nur noch Gott helfen kann, merken wir auf einmal, wie viel Gott in uns bewirken kann. Das ist der Raum, das ist die Lebenssituation, in der Gott hier verspricht, am größten zu wirken. Wenn wir uns also schwach fühlen, und Paulus,
schreibt er hier sehr ehrlich, dass er sich wirklich schwach gefühlt hat, dass es ihn wirklich gequält hatte. Dann können wir uns trotzdem freuen. Weil die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Schwachheit ist Stärke. Wir können uns, wie Gott es hier auch von Paulus fordert, uns an Gottes Gnade genügen lassen. Uns daran genügen lassen, dass Gott wirklich alles für uns tut. Wir können uns darüber erfreuen, dass Gott in seiner Gnade es sogar so gemacht hat, dass unsere Schwachheit Stärke ist. Darüber können wir uns erfreuen. Schwachheit ist Stärke. Im Ersten ist natürlich, wie wir es am Anfang gehört haben, der Gedanke, dass wenn wir unsere Schwachheit bekennen, so wie der Handwerker oder der Hobbyhandwerker einfach merkt, ich kann das nicht alleine, ich brauche hier den Facharbeiter, ich brauche jemanden, der Kompetenz hat. Genauso ist es auch gut für uns, wenn wir merken, Herr, hier komme ich an meine Grenzen, hilf du mir. Und das ist eine große Stärke, die wir dann haben, weil dann kommt der Starke zu uns und hilft uns. Das andere, was wir merken, ist, dass Schwäche Stärke ist, weil sie uns beschützt davor, dass wir hochmütig werden. Sie hilft uns, einen göttlichen, einen Gott wohlgefälligen Charakter zu entwickeln. Eine Person, die nicht demütig ist, aber eine Person, die richtig von sich denkt und nicht zu hoch von sich denkt. Und drittens sind wir dann in diesem Bereich drin, wo Gott wirklich wirken kann. Und selbst wenn wir es nicht begreifen, so können wir doch darin Trost nehmen, uns darüber freuen. Auch wie Paulus dann wirklich sagen, darum ist das auch für mich in Ordnung. Darum kann ich mich ganzens Herzens darüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Schwachheit.